mal die Spielregeln. Du guckst dir deinen Traumprinzen aus und wenn du ihn soweit hast, lässt du ihn auflaufen. Danach sehe ich mich seit Ewigkeiten. Das wird meine Revanche für all die Flops, die ich bis jetzt mit den Männern erlebt habe. Na, dann kann ja nichts schief gehen. Ihr habt's ja leichter. Knackige Jungs laufen ja genug rum. Ja, ich werde alle Register ziehen, aber ob das reicht? Klar, es ist total easy, wenn man so aussieht wie ihr. Ich bin aber sehr wählerisch. Möglicherweise sehe ich gar keinen, der mir gefällt. Unsinn. Über mangelnde Auswahl kann man sich im Diagonal echt nicht beklagen. Soll ich irgendeinen nehmen, egal ob er meine Tragweite hat oder nicht? Du findest schon die richtige Größe. Ich schlage übrigens ein Bußgeld vor. Wer versagt, muss zahlen? Mhm. Sagen wir 5000 Pilsäter. Abgemacht. Auf uns? Auf die Nacht der Nächte. Tja, dann viel Erfolg. Der Gedanke, Stefanie, könnte es heute auch mal ausprobieren, fuchst dich mächtig, ne? Ich bin noch nicht kleinkariert. Mich ärgert bloß, dass die Mädels sich in der Szene austoben. Während wir hier rumhängen, in den Fischen zu schauen. Ja, ich hätte auch bloß was zu tun. Warum tun wir es denn nicht? Ja, auf nach Palma. Ich bin dabei. Ich weiß nicht zufällig, wo die Mädels sind, Leute. Hoffentlich stelle ich mich nicht zu blöd an. Ich weiß gar nicht, wie man so ein Gespräch überhaupt anfängt. Wie wär's mit... Gehen wir zu dir oder zu mir? Oh, als ersten Satz. Oh. Wie wär's mit ganz allein hier? Oh. Super. Nein, das Wichtigste ist der korrekte Augenaufschlag. Und das gewisse Lächeln im richtigen Moment. Wahrscheinlich. Es war so? Perfekt. Oh, ich sterbe vor Hunger. Wenn ich mich nachher nicht blamieren soll, dann brauche ich jetzt unbedingt was Richtiges im Magen. Also los. Oh, neue Schuhe immer so drücken müssen. Aber vom Restaurant haben wir sie nicht mehr weit. Meinst du, wird schon uns einen Gefallen mit dieser verrückten Aktion? Ach, das ist doch als praktische Übung in Selbstbefreiung. Jetzt wird nicht geknüpft. In allen Ausführungen. Da ist sicher auch was für den gehobenen Geschmack dabei. Da bin ich ja beruhigt. Ich habe Lahmes und Fieber. Nur nicht den Mut verlieren. Was wir brauchen, ist deine Lage munter machen. Also für mich nicht. Ich habe schon 3 Gläser Wein. Keine Widerrede. 4 B-52s. In Arbeit. Wie wär's mit dem? Naja, also so betrunken bin ich auch noch nicht. Ach du. Gut gegessen? Nur zu viel. Wirf mal einen Blick in die Richtung. Hallo. Ich muss mal ein bisschen an die frische Luft. Na, so ein Zufall. Andreas. Hier seid ihr also gelandet. Willst du schon gehen? Ich, Geht's dir nicht gut? Du siehst blass aus. Ist so stickig da drin. Geh mal rein und schau, was die Mädels so treiben, hm? Bis gleich. Wir haben
schon drei andere Läden nach euch abgeklappert. Der Qualm und die Hitze da drin. Ich glaube, ich gehe lieber. Aber vielleicht bist du nach der Abkühlung schon wieder fit. Hm? Willst du nicht auch reingehen? Nur wenn du mitkommst. Seid ihr noch bei der Vorauswahl oder ist das schon Lenas Endkandidat? Jedenfalls tanzt sie schon eine ganze Weile mit ihm. Was macht ihr denn hier? Hi. Ja, so ein denkwürdiges Ereignis lässt man sich ja nicht entgehen. Und? Kriegt ihr den Zuschlag oder machst du noch einen anderen? Ware. Tanzt ganz gut, aber mehr auch nicht. Wer doch gelacht. Komm, ich helfe dir. Wie wär's mit dem da? Ich überleg's mir. Bestellst du mir noch ein BTC zu? Ja. Hier, so bekannte Gesichter. Zwei BTC zu, bitte. Die Piloten sagten mir hier nach, sie hätten in jeder Stadt eine andere. Du meinst Seemänner? Von mir kann ich behaupten, dass ich immer nur eine verliebt bin. So wie heute Abend. Du bist ja direkt. Draußen kann man sich besser unterhalten. Wollen wir ein bisschen vor die Tür gehen? Ja, warum nicht? Obwohl, vielleicht hat sich doch noch lieber erst einen Drink. Jan? Was denkst du?